Schon hat er die nächste Auszeichnung, Joachim Löw. Der Bundestrainer bei der Verleihung der goldenen Sportpyramide der Deutschen Sporthilfe, die er für seine Verdienste um den deutschen Fußball und sein gesellschaftliches Engagement bekommt. In diesen Tagen berührt auch den Bundestrainer ein Thema ganz besonders. Das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro will er den Flüchtlingen in Deutschland zugutekommen lassen. Vor einigen Wochen hat mich Til Schweiger mal angerufen und ich finde seine Initiative als Bürger einfach auch mal hinzustehen und einfach auch helfen zu wollen, wirklich auch bemerkenswert, und das verdient einen großen Respekt. Ich werde das Geld auch in seine Stiftung geben. Löw plane, das Preisgeld in Vereinen, Verbänden und Schulen einzusetzen, um die geflüchteten Kinder und Jugendlichen durch Sport zu integrieren. Ich glaube, das ist auch unser aller Aufgabe, gerade auch von denjenigen, die eben auch so ein bisschen im Fokus der Öffentlichkeit stehen, irgendwie auch was zurückzugeben. Diese Sportler oder Fußball insbesondere hat natürlich auch eine große Kraft, und man muss auch die Popularität nutzen, um anderen, denen es vielleicht nicht so gut geht, eben auch zu helfen. Das Flüchtlingsproblem stellt Deutschland vor große Herausforderungen. Der Bundestrainer versucht, mit gutem Beispiel voranzugehen.